Also erstmal herzlichen Dank, es war ein sehr interessanter Vortrag. Es waren eigentlich drei Dinge, ja, die mir was geben. Erstens nochmal die wichtige Botschaft, Blick zurück in die Zahlen bringt letztendlich nichts, bringt kein Wachstum. Sich immer nur in der Vergangenheit bewegen, bringt uns nicht nach vorne. Der zweite Punkt, das eigene Haus durchforsten, gibt es irgendwelche Riten, Verhaltensweisen, Gewohnheiten, die Wachstum bremsen? Ist irgendwas in den Köpfen, irgendwelche Blockaden, ist da etwas vorhanden? Das war das zweite. Und das dritte Bild, was mir sehr gut gefallen hat, ist Erzeugen von Sog führt zum Erfolg, Druck letztendlich verschleißt Kräfte, so würde ich das jetzt umformulieren oder aufnehmen, was Professor Queller hier zu dem Thema gesagt hat. Und dass ich natürlich mit der entsprechenden an der Führung arbeiten muss permanent, um hier das Wachstum auch dauerhaft und nachhaltig zu ermöglichen.